Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute nehme ich The Long Dark von Hinterland Studios auf. Und ja, dann beginnen wir jetzt gleich mal mit dem Spiel. Es gibt drei Schwierigkeitsgrade, das eine ist Pilger, das ist so viel wie leicht. Dann gibt es Reisen, das ist so viel wie mittel. Und Schleicher, das ist so viel wie schwer. Wir nehmen mal Mittel, okay. Es gibt verschiedene Welten, die alle miteinander verbunden sind. Die Regionen heißen sie. Und ja, ich wähle mal zufällig aus. So, Figur ist logisch. Und dann die Welt nehmen wir einfach mal Let's Play und dann starten wir. Dein Flugzeug ist in einem rätselhaften geomagnetischen Sturm in der nordkanadischen Wildnis abgestürzt. Wie lange kannst du überleben? Okay. Dann gehen wir mal weiter. Außergewöhnliche Menschen überleben unter den schlimmsten Umständen und das macht sie noch außergewöhnlicher. Robertson Davis. Okay. Ein Stock. Gleich mit. Noch ein Stock. Ach ja, was ich noch sagen wollte, das Inventory. Da gibt es ein paar vorgegebene Teile und die werden halt random eingefügt und ja, es gibt immer, man hat immer ein anderes Inventory. Manchmal hat man zum Beispiel Essen dabei oder eine Flare. Jetzt haben wir keine Flare, dafür einen Schlafsack oder ein Nähset. Aber ja. Wieder zurück ins Spiel. Was ist denn das? Also das Kletterseil nehmen. Ich habe schon von einem Kletterseil gehört, das soll. Alter. Ja, richtig cool. Jetzt habe ich gleich mal ein Kletterseil gefunden, ganz am Anfang. Und ich kann nicht ein Kletterseil verwenden. Das ist auch geil, aber ich werde jetzt ohne Kletterseil runter, denn ich glaube nicht, dass ich schon genug Kletterausrüstung habe. Hier geht der Wasserfall runter, soweit ich weiß. Ja. Okay. Dann laufen wir mal hier rum. Und schauen, ob wir hier irgendwie einen Weg runterfinden, ohne zu sterben. Sonst müssen wir im Notfall das Kletterseil benutzen. Okay, das dürfte sich ausgehen. So. Jetzt haben wir schon das Mast hinter uns. Jetzt bin ich noch ein wenig tiefer. Mal, ich stürze jetzt hier nicht ab, sonst sind wir jetzt gleich tot. Nein. Aber das ist ziemlich riskant, was ich hier mache. Aber ich glaube, durch die Alpha-Wende in diesem Alpha-Spiel dürfte ich hier relativ sicher sein. Okay. Herunterspringen möchte ich noch nicht. Laufe ich wieder hier hin. So. Immerhin haben wir noch keine Leben verloren. So, jetzt. Scheiße, wir haben unsere Kleidung zerrissen. Und 1% Leben verloren. Und die Kleidung haben wir dann zerrissen. Können wir das gleich reparieren? Das dauert 45 Minuten, dann ist es zu riskant hier in der Wildnis. Aber das bisschen sollte uns nicht stören. Dann folge ich mal dem Fluss. So. Ich hoffe gerade sehr stark, dass die Aufnahme jetzt halbwegs problemlos hinläuft oder weiterläuft. Denn in der letzten Aufnahme hatte ich das kleine Problem, dass OBS irgendwie einfach bei einem Bild stehen geblieben ist, gleich am Anfang mal, und dann nicht mehr weitergelaufen ist. Und ja, falls irgendeine Lösung zum Fixen des Problems hat, schreibt mir in die Kommentare oder schickt mir einen Link mit einem Video oder so. Das wäre nett. Okay, dann schaue ich mal, was ich hier noch so finde. Wir gehen weiter. Hier vorne ist zum Glück kein Wolf, aber leider auch kein Gebäude. Wir brauchen ein Gebäude. Okay.
gehst wieder ein Stückchen runter. Aber anstatt den Weg zu benutzen, nehme ich natürlich die Steilwand. Okay. Ich frage mich wirklich, in welcher Karte wir hier sind. Denn, ja, ich habe bisher noch nie ein Kletterseil gefunden. Ich wusste auch erst nur vor kurzem von einem Freund, dass es das gibt. Und ja, aber hier vorne sehe ich jetzt was. Ah, Eisfischerhütten. Könnte es sein, dass das die erste Map ist? Der Mystery Lake oder der mysteriöse See? Wie man das halt sagen möchte. Könnte sein. Ja, ich glaube, das ist der. Zumindest kommt mir die Umgebung sehr bekannt vor. Oder? Nein. Nein, das liegt der Mystery Lake. Aber hier vorne ist eine Hütte. Ah, das ist der Kristallsee. Da haben wir es. Also nicht der Mystery Lake. Okay, hier vorne ist schon das erste Haus, das wir unter die Lupe nehmen werden. Und ja. Hier ist ein Stock, den können wir einfach brennen. Um Feuer zu machen, jedoch brennen Stock nur 5 Minuten drum. Falls man aus einem Stock ein Feuer machen möchte, sollte man über 10 Stöcke haben. Ja. Okay, dann man rein in die gute Stube. Seite aus dem Klettertagebuch. Eine Seite aus dem Klettertagebuch wurde am Fuß des Wolfsberges gefunden. Oh, der Wolfsberg, hier sind wir also, in dieser Map. Holzstreichhölzer, Zedernholz. Und hier geht es runter. Eine Säge, geil. Zum Tunnelbündel, es fehlt nur noch ein Messer. Oder halt Kleidung. Eine Werkbank haben wir auch. Noch ein Kletterseil. Und Pfeile und ein Näse, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und hier vorne habe ich noch eine Sturmlaterne gesehen, hier. Können wir das Fenster schließen? Nein. Okay, dann gehen wir mal durch die Klappe. Ah, die Klappe können wir nur durchsuchen, okay. Jeans. Ich weiß nicht, ob wir welche anhaben oder ob wir... Ja, wir haben welche an. Aktionen zerlegen. Zerlegen. Wir haben eh noch mehr 2 Stunden Tageslicht übrig. Darum würde ich sagen, nehmen wir das, um unsere Kleidung mal ein bisschen nach vorne zu bringen. Und